schaffe das wirklich nicht mehr allein. Auch mit keiner Diät mehr. Das sind einfach zu viele Kilos. Das Essen betäubt alles. Das ist. Ich vergleiche das manchmal mit einem Opiat, was ich mir einverleibe. Ich merke nichts mehr. Super lecker. Hier oben drauf ist Marzipan. Lecker. Einfach lecker. Und schön auch schön fruchtig. Essen ist für mich noch ein Stück Lust. Und so ein Gefühl der Behaglichkeit, das ist, wenn ich gegessen habe, dann geht es mir gut. Das ist so ein Stückchen, ja. Ich entspanne im Moment immer noch beim Essen. Elke Ehnert aus Norderstedt bei Hamburg isst für ihr Leben gern. Gleichzeitig kämpft die 43-Jährige seit ihrer Kindheit gegen ihr Übergewicht. Die süße Sünde verführt, macht aber dick. Ein Kreislauf, den sie nicht durchbrechen kann. Die Lust am Essen ist stärker als der Wille, abzunehmen. Also ich glaube, dieses schlechte Gewissen kann ich nicht wegreden, aber man steckt es dann schon irgendwo weg, weil also ich habe es jetzt bestellt und es wäre ja jetzt, also ich, wie sagt man so schön, ich habe es ja bezahlt. Ne? Also nein, aber das schlechte Gewissen ist schon da. Aber es ist jetzt auch nicht unentwegt, dass die nächsten 2 Stunden ich dann daran denke, oh, jetzt hast du ein Stück Kuchen gegessen. Nein, ich meine, dann würde ich auch nicht so aussehen, wie ich aussehe. Wenn Elke Ehnert in der Öffentlichkeit isst, zieht sie Blicke auf sich. Das entgeht auch Ehemann Lutz nicht. Wenn wir jetzt in solchen Cafés reingehen, dann habe ich jedenfalls das Gefühl, oder dass meine Frau von oben bis unten gescannt wird, wo ich mich einfach, meine Frau weiß nicht, ob sie ignoriert, ob sie nicht mitbekommt, wo ich einfach denke, haben die nichts anderes zu tun. Ne? Elke hat sich mit den Jahren daran gewöhnt, aufzufallen. Verstecken kann sie sich nicht hinter ihrem sprichwörtlich dicken Fell. Ich bin dick, seitdem ich denken kann. Also ich weiß, als ich so früher, so in Kinderzeiten, hat man mich schon immer aufgezogen und gesagt, Mensch, Elke, du bist aber auch immer dick. Und als du größer wurdest, kamst die Treppen nicht hoch, weil du so dick warst. Und eigentlich kenne ich mich auch eigentlich, also nie richtig fett, aber doch so, dass ich war immer etwas anders als alle anderen. Ihr starkes Übergewicht behindert die Fußpflegerin im Beruf und im Alltag. An immer weniger Unternehmungen kann sie aktiv teilnehmen. Einfach mal mit ihrem Mann ins Kino gehen. Für Elke ist das nicht mehr möglich. Also diese Dosenhalter kannst du nicht abmachen, ne? Setz dich doch einfach mal hin, probier doch mal. Das kannst du vergessen, es wird nichts. Passt du nicht rein? Also zumindest kann ich nicht hier, ich müsste dann außen sitzen. Na, nicht, dass du den Sessel näher im Hintern hast, wenn du aufstehst. Ich finde das gar nicht lustig. So. Aber, oder ich breche die Lehne ab. Nee, das wird nichts. Also ich gehe vorher ins Kino, mir die Sitze anzugucken, um mir eigentlich die Blamage zu ersparen, dass ich hier das Kino voll ist. Ich komme rein und ja, passe nicht rein und muss dann wieder rausgehen. Das belastet mich auf eine Art schon sehr. Ich kriege von meinem Mann zum Geburtstag so König der Löwen. Und der freut sich tierisch. Und ich soll mich freuen und denke in dem Moment, ich denke nicht an den König der Löwen, ich denke nur, ach du Gott. Wie wirst du denn das machen? Hoffentlich hat der noch einen Außenplatz genommen, da passt der gar nicht rein. Das sind so Sachen, dann grübel ich schon Wochen vorher, was machst du überhaupt? Welche Diät machst du jetzt, damit du vielleicht wenigstens ein paar Kilo abnimmst, damit du in so einen Sitz passt? Ne? Und das sind dann schon Sachen, die belasten mich unheimlich. Aber das ist dann eher das Negative, weil dann fange ich erst recht an zu essen. Ne? Auch für Olaf Köpke aus Hamburg ist Essen mehr als Nahrungsaufnahme und Genuss. Er leidet unter der Binge-Eating-Disorder, unter massiven Essattacken. Die Fressanfälle habe ich schon mein ganzes Leben. Im Grunde genommen stopfe ich mich dann mit allem voll, was in irgendeiner Form greifbar ist, beziehungsweise, dass ich morgens mit dem Gedanken aufwache, mich einfach voll zu stopfen jetzt, dann los hier, ja, alles nach Hause schleppe und dann Tür zu, Telefon aus und dann nichts mehr hören, nichts mehr sehen, sondern einfach nur mich vollstopfen. Viele süße Getränke, dazu Dosenfisch. Ja, ganz zentral Bockwürste im Glas, meistens so Kilogläser, davon 2 bis 3 Stück. Ich habe letztes Jahr ungefähr, muss man sagen, 220 Kilo gewogen. Es ließ sich einfach nicht mehr genau feststellen, weil es kaum solche Waagen gibt mit solchen Messbereichen.
Olaf Köpkes Körpergewicht hat oft geschwankt. Je dicker er war, desto größer die Scham. Also in meinen schlimmsten Zeiten war mein Selbstbewusstsein einfach nicht mehr vorhanden. Am liebsten hätte ich mich total versteckt, was natürlich mit 220 Kilo schier unmöglich ist. Man sticht einfach heraus aus der Masse. Es fiel mir damals schwer, überhaupt die Wohnung zu verlassen, die Treppen runterzukommen. Das Essen betäubt alles. Das ist, ich vergleiche das manchmal mit dem Opiat, was ich mir einverleibe. Ich merke nichts mehr. Im vergangenen Jahr war Olaf kurz davor, aufzugeben. Nicht nur den Kampf gegen die Esssucht, sondern auch sein Leben. Ja, im September habe ich irgendwann mal den Punkt gehabt, dass ich daran gedacht habe, dass ich jetzt dieses Jahr 40 werde und dass ich einfach keine Lust mehr habe, so weiterzuleben. Mir war die ganze Zeit klar, dass ich mir durch die Fresserei mein komplettes Leben versaue. Da ich selber nicht möchte, dass ich irgendwann mal irgendwer um mich kümmern muss, also rein körperlich um mich kümmern muss, dass ich also ein Versorgungsfall werde, dass ich auf fremde Pflege angewiesen bin, wäre eben Plan B gewesen, letzte Kreditkarte zu nehmen, irgendwo zum Tauchen zu fahren und nicht mehr zurückzukommen. Also das habe ich mich, das war eben letztes Jahr die Option, meinem Leben selber auch ein Ende zu setzen, auf die Art. Und ich habe mich dann dafür entschieden, das Ganze noch wirklich ein letztes Mal zu probieren. Mit einem Adipositas-Programm aus psychologischer Betreuung, Sport und radikaler Ernährungsumstellung hat Olaf in den letzten 12 Monaten bereits 90 Kilo abgenommen. Jetzt will er sich einer Magen-Bypass-Operation unterziehen, um sein Gewicht auch dauerhaft zu reduzieren. Elke Innert sucht nach den Gründen für ihren unbändigen Hunger. Dünn war die gebürtige Stralsunderin noch nie. Doch mit 172 Kilo hat sie im vergangenen Jahr ihr Höchstgewicht erreicht. Ich denke, der Auslöser ist gewesen, dass wir hergezogen sind. Ich habe mich zum Anfang hier überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe hier meine ganzen Freunde nicht gehabt. Das war schon sehr schwer. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, wahrscheinlich Frustessen zu machen. Ne? Und meine Leidenschaft auch gefunden habe darin. Ich habe einen ganzen Tag Zeit gehabt, da kannst du ja mal einen Kuchen backen, kannst mal das backen, was kannst du noch alles machen. Und das, was man macht, muss man ja auch irgendwo alles probieren. Und das war in den letzten 5 Jahren eben ganz massiv. Ne? Die Sucht nach Essen hat Elke Innert fest im Griff. Sie hat unzählige Diäten versucht. Ihr Wunsch abzunehmen wird immer verzweifelter. So in ganz schlimmen Situationen oder wenn es mir so richtig schlecht geht, dann habe ich so manches Mal gedacht, Mensch, wenn du bulimiekrank wärst, das wäre toll. Also ich weiß nicht, ich habe mich da schon öfter mal mit auseinandergesetzt und habe gedacht, viele denken, die sind krank. Natürlich sind die Menschen auch krank, aber ich habe es echt schon probiert und gedacht, Mensch, dann isst du eben, bis du nicht mehr kannst und dann gehst du spucken. Das geht bei mir nicht, es funktioniert nicht. Elke leidet unter ihrem starken Übergewicht. Für ihren Mann Lutz hingegen war ihre Figur in der fast 25-jährigen Ehe aber nie ein Problem. Gestört hat mich das nicht, weil man ja tagtäglich zusammen ist. Man kriegt das selber so gar nicht mit. Das ist so wie, weiß ich was, wenn du einen Welpen kaufst, so kriegst du auch nicht mit, wie der wächst. Und wenn du einen Besuch bekommst nach einem Monat, sagt er, ups, ist der gewachsen. Sicherlich wäre das so, wenn ich meine Frau ein halbes Jahr nicht sehen würde, dann hups, bist du dick geworden. Aber wie gesagt, weil wir uns tagtäglich sehen, ist, ja, also nicht von heute auf morgen, dass ich das mitbekomme, oh, du bist ganz schön dick geworden. Ne? Elke Innert hat inzwischen ihre jahrzehntelangen Diätversuche aufgegeben. Aus eigener Kraft schafft sie es einfach nicht, abzunehmen. Daher hat auch sie sich zu der radikalen Maßnahme, der Magen-Bypass-Operation, entschlossen. Also ich glaube, der Tiefpunkt überhaupt, dass man sich entschieden hat, auch diese OP zu machen, der ist nicht von heute auf morgen gekommen. Der ist also wirklich über Jahre gereift. Wenn man viele Dinge nicht mehr ausüben kann, die man gerne macht, ob das Radfahren ist, ob das Spaziergänge sind oder auch viele andere Sachen, die man in der Freizeit gerne macht. Ich glaube, das sind so die Sachen, wenn das immer mehr wird und man immer mehr eingeschränkt wird, dann war für mich der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ey Ecke, das willst du doch eigentlich nicht. Du musst hier irgendwo was tun. Ihre Familie unterstützt Elke bei ihrem Vorhaben. Ehemann Lutz und die Kinder wünschen sich, dass sie endlich wieder an den gemeinsamen Aktivitäten unbeschwert teilnehmen kann. Also ich finde es unheimlich gut, dass meine Mama das macht. Wobei ich natürlich ganz große Angst habe, dass sie da vielleicht nicht lebend wieder rauskommt. Man weiß ja manchmal nie, was da für Nebenwirkungen gibt. Doch Elke Enerts Entschluss steht fest. Obwohl die geplante Magenverkleinerung nicht ungefährlich ist.
Wenn ich über die ÖP nachdenke, habe ich sogar richtig Angst. Also, weil es ist ja nicht mal eben zack. Und ich meine, ich denke da schon weiter und ich weiß auch, was auf mich zukommt. Aber ich habe jetzt also über 40 Jahre so gelebt. Und sag mir aber trotzdem, was habe ich für eine Alternative? Ich meine, ich kann noch 10 Jahre so leben. Vielleicht habe ich dann auch einen Schlaganfall. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja prädestiniert dafür, für so eine Sachen. Ne? Bluthochdruck, Schlaganfall etc. Und deshalb, ich glaube, es gibt für mich keine andere Alternative. Ich muss den Schritt wagen. Und ja, da gibt es kein Wenn, kein Aber. Ich muss da jetzt durch und ich will da auch durch. Ich will, dass endlich was passiert in meinem Leben. Nachdem ich mich praktisch für mein Leben entschieden habe letztes Jahr, habe ich aus meiner eigenen Sicht nichts mehr zu verlieren. Das heißt also, ich kann, egal was ich tue, es kann nicht mehr falsch sein. Olaf Köpke hat bis zu 5 Döner hintereinander verschlungen, wenn er seine Essattacken hatte. 20.000 Kalorien am Tag waren keine Seltenheit. Das ging auch ins Geld. Ich habe mich über die Esssucht finanziell ruiniert. Also ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe im Laufe der Jahre mindestens 150.000 Euro verfressen. Also im Prinzip ein kleines Haus aufgefressen. Ich meide alle Dönerläden, weil dieser Geruch, der aus diesem Laden kommt, mich auf irgendeine Form so extrem anspricht, dass ich sofort Appetit drauf bekomme, mir wieder Döner reinzuziehen. Und ich würde im Moment nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich wirklich nur einen essen könnte. Auch Olafs Partnerschaften sind an seiner Esssucht gescheitert. Hi. Mit Annette Müller und ihren beiden Kindern war er 5 Jahre zusammen. Seine Essanfälle hat er auch vor ihr verheimlicht. So, ich mache euch erstmal einen Kaffee, ne? Fressattacken sind mir so eigentlich nicht auffällig gewesen. Nein, nein. Es gibt da ein Schlüsselerlebnis, aber schon in späteren Tagen unserer Beziehung. Dass ich einmal dazu stieß, als er dich nachts vom Fernseher liegend aus dem Rucksack heraus einen Döner in den Mund steckte und ich fast explodiert wäre vor Schreck, aber auch vor Wut, weil wir ja nun beide wussten, dass das Essen das Problem ist. Und ich war froh, als du wieder weg warst, weil ich hatte noch 2 im Rucksack. Ja, du wolltest zu Ende essen, ja genau. Klar. Ich war am Boden zerstört. Ja. Noch durchstudieren. Annette und Tochter Ulrike haben in erster Linie unter den Begleiterscheinungen von Olafs starkem Übergewicht gelitten. In der Schule war es schon so, dass wenn jemand irgendwie bei uns zu Hause war oder Olaf gesehen hat und uns zusammen, haben die schon gefragt, oh Gott, wer ist das denn? Und da kam immer irgendwie was. Und wenn Freunde zu Hause waren und sie dann die Wäsche zum Beispiel auf dem Wäscheständer gesehen haben, haben sie doofe Witze gemacht und sowas. Also es war schon so. Wir haben dann irgendwann nicht mehr zusammen geschlafen, weil Sie können sich vorstellen, wenn jemand so dick ist, schnarcht er natürlich auch wie verrückt. Und das habe ich einfach nicht ausgehalten. Also zu der Zeit lagen meine Nerven blank. Und so diese anderen Geschichten, naja, so diese Sachen, die man sonst als selbstverständlich erachtet, dann aber eben nicht mehr selbstverständlich sind. So Körperhygiene oder naja, sowas eben. Ne? Also das waren schon Probleme, die haben uns ziemlich aufgerieben. Das war natürlich in der Beziehung ein extremes Problem, weil je unzufriedener ich mit mir selber war, umso weniger konnte ich eben auch Annette lieben, umso weniger konnte ich die Kinder lieben. Eigentlich war es mir eher peinlich, dass ich überhaupt von irgendwem so gesehen wurde. Und wenn es meine eigene Partnerin ist. Ich wusste, dass ich rieche, ich wusste, dass ich schwitze wie ein Schwein, ich wusste, dass mir nichts passt. Ich wusste, dass ich ernsthafte Probleme jeden Morgen habe, meine Hose zuzukriegen. Und war trotzdem unfähig, irgendwas zu ändern. Also im Grunde genommen bin ich froh, dass das jetzt alles so weit ist, wie es jetzt ist. Weil es, glaube ich, jetzt endlich einen Weg gibt, da rauszukommen aus diesem Teufelskreislauf. Auch Elke hat sich auf den Weg gemacht. In 6 Wochen soll sie operiert werden. Ihre Adipositas-Sportgruppe gehört ebenso wie eine Ernährungsberatung und Patientenseminare zur OP-Vorbereitung. Brigitte, kann ich sitzen hier, ja, ne? Für dich reserviert. Super. Oh, hoffentlich kippt der Stuhl nicht um, wenn ich hier aufstehe. Für die Zeit nach der OP hoffe ich einfach, dass ich einfach mehr Lebensqualität habe in allen Situationen.
dass ich da wieder fitter werde und mehr am Leben teilnehmen kann. Beim Adipositas-Sport muss sich Elke ausnahmsweise einmal nicht schämen für ihre Figur. Alle unter meinesgleichen sind in dieser Gruppe. Das ist das Schöne. Wenn ich in ein normales Fitnessstudio gehen würde, würde ich wahrscheinlich nur so eine Gazelle sehen. Und da würde ich mich total unbehaglich fühlen. Und deshalb finde ich das hier toll. Und dass wir auch alleine sind unter uns, das finde ich super. Olafs Eltern haben erst vor 3 Jahren erfahren, dass ihr Sohn an einer Essstörung leidet. Auch vor ihnen hat er seine Sucht verheimlicht, obwohl der gebürtige Rostocker schon als Kind Essattacken hatte. Dieses Erlebnis, dass die Lehrerin berichtet hat, dass Olaf also das Pausenbrot seiner Mitschülerinnen gegessen hat, besonders mit Leberwurst, das war für uns, für mich war das ein totaler Schock, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass er nicht genug kriegt. Wir haben nie gedacht, dass also hier hinter sich eine Erkrankung verbergen könnte. Wir haben mit ihm geredet und Olaf war auch sehr angepasst als Kind. Ich kannte ja die Mengen, die sozusagen als normal zu essen vorausgesetzt wurden. Und daran habe ich mich dann einfach gehalten. Und alles andere habe ich mir heimlich besorgt. Und im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Und vieles haben meine Eltern in der Zeit überhaupt nicht mitbekommen. Also das meiste eigentlich nicht, weil das habe ich, weiß ich auch nicht warum, ich habe es einfach sehr früh gelernt, die Sachen einfach heimlich zu machen. Und zwar so, dass das wirklich niemand mehr mitbekommen hat. Essen, um Einsamkeit, Traurigkeit, Frust zu betäuben. Schließlich hat sich in Olafs Leben alles nur noch ums Essen gedreht. Ich habe durch die Fresserei 2 Studien in den Sand gesetzt, sodass ich heute von Hartz IV lebe, keinen Berufsabschluss habe und tatsächlich mit fast 40 Jahren vor dem Nichts stehe. Von Olafs Studienabbrüchen, seinen Schulden, dem ganzen Ausmaß seiner Situation erfahren seine Eltern erst 2008. Durch einen Anruf von Olaf und seiner Ex-Freundin Annette. Zum ersten Mal gibt er zu, dass er Hilfe braucht. Also dieses erste Telefonat war eine Katastrophe. Ich habe einfach gemerkt, indem ich Annette überhaupt in die Papiere abgucken lassen. Ich haben wir uns neulich gerade über unterhalten. Es lag halt noch ein Brief, irgendwie so ein gelber oder blauer Pfändungsbescheid für irgendwas auf dem Tisch. Und da hat sie mich dann gefragt, ob es davon noch mehr gibt. Und da habe ich dann auf meine heimliche Kiste verwiesen, die voll war mit irgendwelchen ungeöffneten Rechnungen. Das war ein unausgesprochener Hilferuf. Für Olafs Eltern zerbricht jäh das Bild des erfolgreichen Sohnes. Aber sie unterstützen ihn vorbehaltlos, helfen ihm, seine Angelegenheiten zu regeln und seine Schulden von ca. 15.000 Euro abzubauen. Und sie glauben an ihren Sohn. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich ihn nie wieder so fett sehe wie vor 3 Jahren. Dass Olafs jetziger Weg sich fundamentiert, dass er weiter so konsequent abnimmt, den Sport betreibt. Tja, und daran auch immer gesünder wird in der Summe. Los geht's! So viele Wiederholungen, wie du kannst. Olaf liebt es extrem. Um abzunehmen, betreibt er Crossfit-Training, einen Trendsport aus den USA, der ursprünglich für die US Marines entwickelt wurde. Zieh durch. Schaffst du, komm. Dreh dich von unten ab. Sehr gut. Gut. Sprung nach oben. Perfekt. Weiter atmen, Olaf. Weiter bewegen. Olaf schlägt sich phänomenal. Olaf hat vor 2 Monaten erst angefangen und hat einen Mörderwillen. Das ist unglaublich. Was bin ich? Mein Held. Absolut. Du hast es alles alleine durchgezogen. Komplett. Na? So ähnlich. Ich bin im Moment sehr stolz auf mich, ja, dass ich Dinge, die ich vor einem Jahr war, da überhaupt nicht dran zu denken, hier zu laufen oder wenigstens die Ansätze von Klimmzügen zu machen und Burpees zu machen. Es ging gar nichts. Ich war froh, dass ich mir die Schuhe zugebunden habe. Und ich lerne stolz auf mich zu sein, das zu schaffen, ja. Elke Enert hat einen Traum.
Obwohl sie unweit des Flughafens wohnt, ist sie noch nie geflogen. Super, guck mal, da landet gerade, startet gerade einer. Ja. Der Traum vom Fliegen scheitert an einem banalen Grund. Die Flugzeugsitze sind zu eng. Wenn ich das jetzt so sehe, den Flieger, bekomme ich schon so ein bisschen Fernweh. Und denke mir doch so, also ein Jahr, spätestens in zwei Jahren, würde ich da mit meinem Mann sitzen und sagen, okay, wir fliegen das erste Mal in den Urlaub. Das ist so ein Traum von mir. Das möchte ich gerne und ich hoffe, dass sich das auch wirklich erfüllt. Und das wird auch so werden. Dann weiß meine Frau ist stark. Die schafft das, ne? Morgen ist es soweit. Olaf wird operiert. Seit einem Jahr wartet er auf diesen Tag. Danach wird er nur noch wenige Bissen auf einmal essen können. Hält er sich nicht daran, wird ihm schlecht. Im schlimmsten Fall platzen die OP-Nähte. Die Operation selber kann mich nicht von der Sucht befreien, aber ich setze mir selber mit dieser Operation eine absolute Grenze, die ich zu respektieren habe. Das heißt, wenn ich jetzt weiter nach der OP fressen sollte, Fressanfälle haben sollte, ist mir sehr wohl bewusst, dass ich daran sterben kann. Mein größter Wunsch ist es, dass ich mich halbiere. Und damit eben diese zweite Persönlichkeit, die ihr Heil in der Flucht gesucht hat und die sich dann immer nur vollgestopft hat, dass ich die auf irgendeine Art loswerde, dass ich eben die Träume, die ich habe, auch wirklich ausleben kann und mich dann nicht permanent vor irgendwas verstecken muss. Die Magen-Bypass-Operation wird circa 2 Stunden dauern. Auf diese Eingriffe bei Adipositas-Patienten ist Dr. Beate Herbig spezialisiert. Morgen, hallo. Guten Morgen, hallo. Alles gut? Ja. Sind Sie gewappnet für die Operation? Ja. Wunderbar. Eine Operation macht jemanden nicht schlank, sondern sie gibt ihm nur die Möglichkeit, dass er unterstützt wird, bei seinen eigenen Bemühungen schlank zu werden. Und insofern ist es auch wichtig, dass man nicht immer davon sagt, das ist so ein Quick Fix, also eine schnelle Lösung. Ach, du lässt dich halt operieren. Das bleibt eine ganz harte Angelegenheit für die Betroffenen, auch jenseits der Schmerzen und der ersten Tage nach der Operation. Ja, ab heute geht dann definitiv nichts mehr. Ab in der Stunde geht definitiv nichts mehr mit Fressen. Und ja, das wird ein anstrengender, vielleicht auch sehr frustrierender Lernprozess werden, weil ich im Grunde am Essen, was Kinder mit 4, 5, 6 Jahren lernen, jetzt noch mal neu lernen muss auf eine Art. Bei dieser Operation wird Olafs Magen deutlich verkleinert und sein Darm so umgeleitet, dass die Nahrung schlechter verdaut wird. Dadurch verringert sich die Kalorienmenge, die er zu sich nimmt. Ich denke, Herr Köpke hat eine exzellente Prognose. Er hat ja immer wieder unter Beweis gestellt, dass er selber viel Gewicht abnehmen kann. Also 50 Kilogramm Gewicht abnehmen, das muss man sich mal vorstellen, das schafft er. Aber er ist immer wieder mit dem Gewicht nach oben gegangen. Und wir werden ihn jetzt einfach dabei unterstützen, dass er seine Anstrengungen, die er natürlich auch weiterhin selbst unternehmen muss, dass die dann auch zu einem langfristig positiven Resultat führen. Auch für Familie Ehnert wird es heute ernst. Seit 9 Monaten wartet Elke auf den bevorstehenden OP-Termin. Na, Mutti, hast du gut geschlafen? Nee, nicht so gut. Aufgeregt, wa? Oder wie? Und wie geht's dir? Aufgeregt. Elke hat große Angst, aus der Narkose nicht mehr aufzuwachen. Hoffentlich geht alles gut. Nee, das kommt ab. Die Operation ist ein großer Eingriff und nicht ohne Risiko. Doch das geht Elke ein, um dauerhaft Gewicht zu verlieren. Sie hat gute Chancen, 60, vielleicht sogar 70% ihres Übergewichtes zu reduzieren. Sie wird damit sicherlich nicht Modelmaße bekommen, aber sie wird in einen Bereich kommen, wo sie eine ganz andere Lebensqualität hat. Olafs Eltern besuchen ihren Sohn wenige Stunden nach der Operation. Hallo, Herr Sohn. Hallo. Du liegst ja hier wach und munter. Ach, ist das schön, dich so zu sehen. Olaf hat den Eingriff gut überstanden. Nicht verblieben. Wir sind sehr erleichtert, dass wir ihn hier so schon wach und
auch selber zufrieden sehen. Und ja, wir glauben dran, dass das alles gut geworden ist. Ja, definitiv. Ja, ne? Die Zielsetzung letztes Jahr war, den 40. Geburtstag nicht mit mehr als 200 Kilo zu begehen. Und ich denke mal, dass hier werde ich ja, mit fast der Hälfte des Gewichts dann erreicht haben. Knapp 2 Monate nach der OP. Elke Ehnert hat 25 Kilo abgenommen. Sie ist mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Saugeil. Vom Gefühl her ist das einfach toll. Einfach richtig super. Also sicherlich wird es ja nicht so weitergehen. Es wird wahrscheinlich auch Phasen geben, wo ich fast verzweifle, weil sich nichts rührt. Aber erstmal ist es total toll. Ihr Essverhalten hat sich rigoros geändert. Statt Schnitzel mit Pommes schafft Elke gerade mal 2 Esslöffel Kartoffelpüree. Aber es hat sich gelohnt. Mal ehrlich, wenn ich die Hose sehe, ne? Dass ich da reingepasst habe. Unvorstellbar eigentlich, ne? Eigentlich mache ich sie gar nicht auseinandernehmen, weil ich einfach denke, um Gottes Willen. Aber weg. Einfach weg damit. Ich möchte nie wieder so werden. Ich freue mich, dass ich nicht mehr reinpasse. Dass es mir zu groß ist. Und hoffentlich auch nie wieder reinwachsen werde. Vor mir liegt noch ein mächtig steiniger Weg, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das so weitergehen wird. Also ich werde wahrscheinlich noch öfter mal viele, viele Kämpfe ausfechten müssen mit mir selber. Aber ich hoffe, dass ich so stark bin und das schaffe. Zusammen werden wir es schon schaffen. Denke ich auch. Elke Ehnert hat ihren Entschluss nicht bereut. Und in einem halben Jahr will sie gemeinsam mit ihrem Mann in den Urlaub fliegen. Olaf Köpke hat nach der Operation vor 3 Monaten 18 Kilo abgenommen. Seit er das Adipositas-Programm macht, hat er insgesamt 108 Kilo verloren. Ich habe die OP bisher wirklich keinen Tag bereut. Bin noch mal deutlich fitter geworden, deutlich beweglicher geworden. Vor allem habe ich jetzt eine relative Sicherheit, dass auch wenn ich möchte, ich einfach nicht mehr so viel fressen kann wie vorher. Er ist weiter in psychotherapeutischer Behandlung. Seine Esssucht kann die Operation nicht heilen, aber er lernt damit umzugehen. Die Esssucht ist nach wie vor da. Ich gebe der Esssucht einfach nicht nach. Da Überessen immer was so mit häuslicher Isolation zu tun hatte, heißt es also, wenn ich mich überessen will, einfach weg von zu Hause. Und wenn ich den ganzen Tag Elbfähre fahre, das ist dann auch egal. Olaf möchte sein Leben neu ordnen. Beruflich will er Sport- und Ernährungskonzepte für Adipositas-Patienten anbieten. Seine bisherigen Erfolge motivieren ihn. Also ich bin heute schon wesentlich selbstbewusster, als ich noch vor einem halben Jahr war. Einfach weil dieses Stigma des extremen Übergewichts nicht mehr da ist. Ich kann jetzt ganz normal Klamotten kaufen in völlig normalen Läden. Das habe ich wahrscheinlich seit 14, 15 Jahren nicht mehr machen können. Ja, mit dem verbesserten Körpergefühl merke ich auch, wie viel Kraft der Körper hat. Und allein daraus schöpfe ich schon unglaublich viel Selbstbewusstsein, ja. Und auch privat will Olaf neu durchstarten. Er träumt von einer Familie und Kindern.